So, da ist schon der Nächste. Er betet Richtung Statue. Sehr süß. Boah, der ist auch böse. Ha, doch kein System. So, das war's schon. Jetzt können wir wieder zu dem Kern zurückkehren. Und die Animation so an sich finde ich eigentlich richtig, naja, richtig naja. Sie ist nicht wirklich toll. So die Kampfanimationen gehen eigentlich, aber die Laufanimation und die Sprunganimation könnte irgendwie alles so ein bisschen schicker sein. Ich habe gesehen, wie ihr euch um diese Verräter gekümmert habt. Gute Arbeit. Ihr habt eure Loyalität auf beeindruckende Weise bewiesen. Nehmt diese Belohnung als Zeichen der Gunst des Imperators und tragt dieses Abzeichen. Es weist euch als Verteidiger unseres Imperiums aus. Bleibt wachsam. Unsere Feinde lauern da, wo man sie am wenigsten erwartet. Ja, er hat eine Belohnung. Noch eine Auszeichnung. Sehr schön, das sammeln wir die einfach mal. Ja, und allgemein sind die Bewegungen eher ziemlich steif. Schade eigentlich, weil ich finde, bei einem MMO macht das ziemlich viel aus. Wenn ich es da zum Beispiel gerade mal mit Terra vergleiche, das für mich eigentlich so von den Bewegungs- und Kampfabläufen das Optimale darstellt, ist es doch ziemlich schade, dass da aber so, ja, die Bewegung so gelöst hat. Weil es nicht wirklich immer schön anzusehen ist. Das Wildlandlabor, da wollen wir nicht hin. Auch noch ein Stück hoch, aber ich glaube, wir sind gleich da. Ja, da sind wir schon. Und der nächste Codex-Eintrag. Also auch wer hier Erfolge sammeln will, der ist richtig gut bedient. Weil es eben das Äquivalent zu den Erfolgen ist, der Codex. Und da gibt es richtig viele davon. Erstmal das Teil hier. Da können wir uns mit der Schnellreise hinporten. Hey, wenn ihr wegen der Tukata hier seid, Lord Varasen zahlt echte Credits für Knochenmarkproben. Varasen macht irgendwelche Experimente für Lord Renning. Je weniger wir darüber wissen, desto besser. Vertraut mir. Okay, es war ein kurzes Gespräch. Ein kurzer Monolog. Also Knochenfragmente müssen wir irgendwelche sammeln. Und ich glaube, das war auch hier die einzige Quest. Ja, die sind hier. Okay. Dann muss ich mal gucken. Für die andere Quest muss ich in die Höhle da oben rein. Wie geht's denn da weiter? Wie geht's denn da weiter? Da geht's auf jeden Fall mal nicht durch. Ich glaube, ich muss da unten lang, den Weg lang. Und das sind bestimmt auch die Viecher, die das hier droppen. Da hauen wir einfach mal ein paar oben, da sehen wir es am besten. Also ich weiß nicht, ich hoffe, dass der Weg wirklich richtig ist, dass ich da so eine Schleife laufe quasi. Boah, hey, das waren meine. Der hat sie eben so zurückgeworfen mit dem neuen Skill, den wir ja können. Können wir auch. Komm her, du Dukata. So sieht es aus. Und die kleinen Mobs, die fallen um, die kippen um. Der große, der silberne. Das sieht man an dem silbernen Symbol neben seinem Namen. Das ist natürlich nett, und das ist ein bisschen stärkerer Mob. Im Gegenzug dazu gibt es auch noch goldene Mobs. Ja, das sind die. Gibt es auch noch goldene Mobs, also nicht nur silberne, die quasi die Elite darstellen. Und jetzt benutze ich mal Zyren. Das hieß, das ist wie bei anderen MMOs, Essen und Trinken oder sowas. Da läuft er kurz rum, läuft rot an vor Zyren und füllt seine Lebenspunkte auf und seine Macht natürlich. Schade, dass ich es eigentlich so lange nicht gespielt habe. Da könnte ich mal so den EP zu gewinnen, die Leveldauer eben vergleichen. So, oh, der Kugel ist natürlich von dem umgestoßen. Ja. Also habe ich gedacht, bin ich clever, schütze ich, sind ja alle weg. Und jetzt haben wir einen Codex-Eintrag.
4 Stück haben wir schon. Sauber. Tun wir wieder zürnen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Richtig chefmäßig. So, ja. Und jetzt müssen wir bestimmt wieder hinten abgeben. Aber da haut der schon die alle um. Tja. Was ist da? Da ist noch eine. Ist da noch eine Basis? Ja, da ist noch eine Basis. Okay. Dann holen wir uns erstmal die Probe. Egal. Ja, das reicht nicht ganz, um den zu haben. So. Ist er da dabei? Ja, das sind sogar zu viele dabei. Ne, den müssen wir in dem Lager abgeben. Sehr schön. Das liegt dann quasi gleich auf dem Weg. Da ist er schon. Ah, noch mehr Knochenmarkproben. Lord Renning wird erfreut sein. Ihr dürft gehen. Wow, und Belohnung. Ein paar neue Handschücher. Sehr schön. Und die sehen irgendwie alle so ein bisschen geschminkt aus. Beziehungsweise nicht alle, aber viele. Aber schwarz passend zum anderen Equip. Sehr schön. Und da gibt es jetzt eine neue Quest. Da oben geht es auch einen Aufzug hoch, okay. Ja, nehmen wir erst die Quest an, bevor wir da hochfahren. Jetzt ist er eh auf dem Weg nach oben, der Aufzug. Ein junger Akolyt, der meine Experimente sehen möchte. Das freut mich. Ich hoffe, der Anblick eines besudelten Operationstischs macht euch nichts aus. Der Weg zur Macht ist nichts für Heulsusen. Ha, genauso war ich auch in eurem Alter. Das hier war einmal ein Tokata. Das sind die hundeähnlichen Kreaturen, die in den Gräbern von Korriban hausen. Sieht äußerlich nach nichts Besonderem aus. Nur ich kann sehen, dass dieses Geschöpf ein Ausdruck purer Energie der dunklen Seite ist, die hier Gestalt erlangt. Das nenne ich einen schweren Fall von Selbstverliebtheit. Ich habe in die Tiefen des Abgrunds geschaut und dort Offenbarungen gefunden, von denen andere nur träumen können. Die Macht ist lebendig. Sie drückt ihren Willen in der physischen Welt aus. Dieser Tukata war eine Form davon. Sind wir auch so eine Form? Sith verkörpern die höchste Erscheinungsform des Willens der Macht. Ich habe hunderte von Tukatas seziert und dadurch eine direkte Verbindung zur dunklen Seite geschaffen. Jedes Tier, das ich untersuche, bringt mich dem vollkommenen Einssein noch näher. Ich stehe kurz vor einem großen Durchbruch und jetzt geht es nicht weiter. Mein wichtigstes Exemplar, ein mutierter Tukata, ist in die Gräber entkommen, bevor ich ihn analysieren konnte. Das Leben ist hart, aber wenigstens interessant. Ihr versteht mich nicht. Ich habe einen wichtigen Schlüssel verloren, mit dem ich die wahre Essenz der dunklen Seite hätte entdecken können. Ihr Akolyten müsst euch doch für die Prüfungen in diese Gräber begeben. Ihr könntet den Tokata für mich jagen und mir sein perfektes Gehirn bringen. Meine Schülerin Malora hat gesehen, in welches Grab das Tier geflohen ist. Fragt sie danach. Helft mir und ihr werdet belohnt. Warum sendet ihr nicht eure Schülerin aus, um das Biest zu fangen? Das Labor liegt ihr mehr als die Gräber. Ich fürchte, sie besitzt nicht euren Schneid. Fragt Malora, wo ihr nach dem Tukata suchen müsst, und kehrt dann mit seinem Hirn zu mir zurück. Dann fragen wir sie mal, da steht sie schon. Sucht ihr Lord Rennings vermisstes Haustier? Ihr verschwendet eure Zeit. Seine Forschung führt zu nichts. Ich muss doch sehen, dass ich in Form bleibe. Wie schön, dass es noch andere gibt, die das nichtssagende Geplapper meines Meisters durchschauen. Renning hat es geschafft, dem Rat der Sith einzureden, dass er das Wissen der Sith erweitert. In Wirklichkeit verplempert er Zeit und Ressourcen des Imperiums damit, dass er geistlose Tiere seziert. Aber wenn seine Experimente in Verruf kämen, würde er verbannt und ich würde belohnt.
Ihr wollt einfach nur euren Meister loswerden. Mich erwartet eine größere Bestimmung, als hier in diesem mickrigen Labor als Forschungsassistentin zu dienen. Es braucht nur eine winzige Änderung am Hirn des mutierten Tukata. Und schon kann ich meinen Meister als Scharlatan entlarven. Bringt mir das Hirn, bevor ihr es Lord Renning übergebt. Und ihr werdet es nicht bereuen. Mal sehen, ob ich Zeit habe. Auf diese Weise bekommt ihr eine Belohnung vom Meister und eine von seiner Schülerin. Das klingt doch gut, oder? Der mutierte Tukata ist ins Grab von Mark Karagnos entkommen. Man erkennt ihn leicht daran, dass er größer ist als die anderen. Bringt mir das Hirn, bevor ihr damit zu Lord Renning geht. Dann kümmere ich mich um den Rest. Abgeschlossen und betritt die Grabkammer. Die müssen wir doch sowieso betreten für unsere Klassenquest. Tja, und das ist jetzt so eine Quest, wo wir uns entscheiden können. Das hat auch wieder was mit heller Seite, dunkler Seite zu tun, wenn wir das Gehirn dann haben. Da werde ich aber dann noch drauf zurückkommen. Fahren wir erstmal in den Aufzug hoch und nehmen da dieses Schnellreiseding an. Und Taxi gibt es da auch noch. So, erstmal das Teil. Briefkasten, okay. Ist nichts für mich. Keiner hat mir geschrieben. Und das Taxi. Zeige alle autorisierten Ziele. Da können wir auch wieder zurückfahren, wenn wir das wollten. Na okay, dann kümmern wir uns erstmal um die Quest. Ist doch ein Stückchen jetzt noch zu laufen. Oder sind es zwei unterschiedliche Höhlen? Hat eben zumindest so ausgesehen. Gucken wir dann mal. Oh, davon ist noch eine Quest. Wer hält es für möglich? Liegt da so ein Ding auf dem... Einfach da in die Gegend rum. Sergeant Garus, die Gerüchte stimmen. Einige der Wachposten, die wir unten verloren haben, sind gar nicht tot. Sie sind wahnsinnig geworden, genau wie die Akolyten. Das macht es aber nicht einfacher, das Forschungsmaterial zurückzuholen. Die Kisten sind durch Mehrfachschlösser gesichert. Wenn wir die Dinger öffnen wollen, ohne den Inhalt abzufackeln, müssen wir die Codezylinder sämtlicher Wachen zurückholen. Ich glaube nicht, dass sich das durch Verhandeln erreichen lässt. Meine Leute sind nicht scharf darauf, ihre alten Kameraden auszuschalten. Aber wir tun, was wir können. Wenn wir die Codezylinder haben, öffnen wir die Vorratskisten und machen uns davon. Tavon Ende. Okay, hol dir den südlichen, östlichen, blablabla Codezylinder. Das machen wir auch. Wir können EIP gebrauchen, dann nehmen wir jede Quest mit. Die kriegen wir sogar einzeln auf der Map angezeigt. Sehr schön. Der amoklaufende Soldat. Ergib dich doch, das muss nicht sein. Boah. Was ich schön finde, ist natürlich, dass der Lichtschwertkampf so ein bisschen cool gemacht ist. Der holt nicht einfach einmal aus bei seinem Standard-Skill, sondern schlägt richtig wie so ein echter Schwertkampf. Oh, Bonusquest, besiege 15 von den Truppen. Die machen wir auch mit, denke ich mal. Müssen wir zwar sowieso, müssen wir sowieso machen. Oh, ein Trauergegner, wieder ein Zimperner. Oder Trauer, egal. Oh, da habe ich schon ganz viel Leben verloren. Die gebrachte Leben schon weg. Komm, Fall um. Yay. So. Oh, da ist der Zylinder. Aber erst tun wir uns mal wieder auffüllen. Und es ist schön, dass kein Essen oder so im Inventar rumliegen muss. So, jetzt. Na? Ja, den südlichen haben wir mal. Da ist schon mal ein Viertel der Arbeit erledigt. So, und ich würde aber sagen, das reicht jetzt für den Part. Und ja, ich hoffe, dir hat's gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ich bin raus. Tschüss, tschüss.